Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Next Day Survival. Ich muss erstmal ein paar Sachen erklären. Also, das ist die erste Folge, die jetzt aufgenommen wird, seitdem ich aus dem Urlaub wieder da bin. Der Rest, das war alles voraufgenommen, hat aber nicht geschafft hochzuladen. Ich war ja am Bodensee, war danach noch in Gladbach. Und ich bin etwas stärker beleuchtet als sonst. Meine Softbox, ich habe mir ja damals selbst eine gebaut. Da ist mir vorne die Scheibe, die wir so angeraut hatten, damit das Licht schön gestreut wird, ist mir schon kaputt gegangen, ist aber nicht so schlimm. Und da haben wir dahinter so LED-Streifen gemacht. Die fallen auch immer wieder alle aus, die in der Mitte ist aus, unten, die habe ich jetzt wieder ein bisschen zum Laufen gekriegt. Das ist immer Wackelkontakt und dann habe ich die schon abgeschnitten und neu verkabelt, bringt trotzdem nichts. Und jetzt hatte ich noch so feste, ja, LED-Sticks, sage ich mal. Die habe ich jetzt dazwischen noch gesetzt. Das ist auch alles nicht so das Wahre, weil ich so mit Tesa festgemacht habe. Ich muss mir mal vielleicht wirklich so LED-Panel richtig so viereckige Teile holen. Aber die sind halt auch teuer. Weil die könnte ich auch perfekt hier so links und rechts hinmachen. Naja, muss ich mal gucken. Also wenn ich heute ein bisschen überlichtet bin, dann ist das so. Ich muss mal gucken in den Einstellungen und so. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall besser, als wenn ich die jetzt nur hier irgendwie einen LED-Streifen anhabe. Das ist natürlich auch für mich ein bisschen hell, das halt direkt so in meine Augen strahlt. Aber das macht nichts. So, ich wollte, ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, es ist ja schon ein bisschen her, also für mich zumindest, dass ich hier nach Kochkino wollte und mich da etwas umgucken wollte. Okay, dann muss ich da hin. Bin ich ein bisschen falsch gelaufen. Und ich muss sagen, es macht Spaß. Es macht Spaß, mal wieder zu zocken jetzt nach langer Zeit. Fast einen Monat. Mein Gesundheitsdingens verschlechtert sich. Warum? Okay, weil ich wahrscheinlich ein bisschen Durst habe. Das kann man ja mal ändern. Okay, Munition. Muss jetzt erstmal gucken, was hier abgeht. Erstmal wieder auf die Steuerung klarkommen. So. Ich wusste doch, dass irgendwie. Wo konnte ich denn nochmal nachgucken, wie viel Munition ich habe? Da hatte ich mich ja vertan. Ich hatte ja gedacht, er lädt nicht nach. Aber das macht er doch. So, nachladen ist R. Anzahl der Patronen. Was habe ich denn? Interaktion ist F. Da mache ich Anzahl der Patronen, mache ich auf E. Übernehmen. Oh, okay. Alles klar. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Schuss. Das ist in Ordnung. Ich muss doch hier hin. Okay, hier ist das kleine Dorf. Ich möchte mich nämlich so langsam ein bisschen erkunden. Also ich möchte alles so ein bisschen erkunden. Hier diese. Das ist so geil, ey. Das wird richtig krass. Und dann geht es ja hier auch noch weiter. Da müssen wir auch noch hin. Das Depot und hier dieser kleine Ort. Das wird richtig heftig. Das habe ich ja gerade auch noch gesehen, dass da so eine Farm ist oder so. Mal schauen. Ich glaube, ich bin wirklich ultra überlichtet. Fuck. Alter, ey. Komm ich doch jetzt hier nicht wild. Ich habe schon wie. Es ist dann nach einem Monat erste Aufnahme und ich habe wieder Gänsehaut ohne Ende. Shit. Okay, ich werde ihn auf jeden Fall häuten. Schön lecker das Fleisch mitnehmen. Das kann ich auch braten. Ich habe auch noch Fleisch dabei, aber ich habe jetzt echt gedacht, der würde mich killen. Da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf, dann wieder zurückzulaufen. Akquiriere die Gruppeneinladung. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte ein bisschen für mich alleine spielen. Mein Bruder kommt vielleicht später noch mit dazu. Ich weiß noch nicht genau. Aber ich möchte jetzt hier erstmal das Dorf erkunden. Steht jetzt im Vordergrund. Eigentlich gar nicht schlecht, dass der Bär hier hingekommen ist.
Jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Fleisch, das ist in Ordnung. Ich dachte, es wäre wie bei Rust. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich dachte, es wäre wie bei Rust, dass jetzt der Helikopter kommt. Oh Gott. Aber es ist ein Hilfsgüter. Humanitäre Güter abgeworfen. Nice. Aber wo? Hier. Ja, geil. Hätte ich mir direkt schön genüsslich nehmen können. Hier wurde bereits gehäutet. Okay, wie viel Fleisch habe ich? 4 Stück habe ich rausbekommen. Das ist in Ordnung. Nice, nice, nice. Eigentlich braucht man hier gar nicht so auf die Suche gehen nach krassen Sachen. Also Fleisch zu essen und so schon. Aber... Also man sollte alles mitnehmen. Bei Rest kann man sich kaufen, ja, so eine AK oder so, bis man die hier findet. Das dauert mega lange. Ein Feuerzeug ist gar nicht schlecht, muss ich sagen. Genau, ich habe ja immer noch die krasse Jacke. Ich war ja mal mit einem da unterwegs. Sehr gut. Das Problem ist, dass ich beim Spieler gegen Spieler Server bin. Und ich auch relativ weit weg bin von der Safe Zone. So, hier haben wir so ein kleines Mofa oder so. Richtig geil. Gefällt mir. Ich würde gerne hier mal eben schnell alles erkunden, aber das Dorf scheint auch nicht so krass zu sein. Jetzt habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Wie weit bin ich denn schon durch? Oh ja, okay, das ist wirklich nicht viel. Joghurt? Mhm. Ich denke auch, bevor ich dann nochmal weiter nach unten in den Süden ziehe, nicht genug Platz. Verdammt. Komm, wir nehmen mal eben das. Trinke ich mal eben. Ich glaube, das Bandana kann ich wegschmeißen. Ja, das schmeiße ich mal. Das schmeiße ich mal weg. Ich weiß halt nicht, wie viel der Hut bringt. Eingemachte Gurken, die esse ich nicht. Da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Sportrucksack, den nehme ich mir nochmal mit. Ich wüsste gerne, wie viel die Sachen wert sind, würde ich mir natürlich nur das Wertvollste mitnehmen, klar. Aber, egal, wie viel Cash-Mash habe ich denn? Generell muss ich vielleicht mal gucken. Eine Stirnlampe, nice. Musste dazu den Helm ausziehen. Naja. Okay. Vielleicht aber auch irgendwie nicht an. Man braucht wahrscheinlich erst noch eine Batterie für. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Aber kann ich verkaufen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube, ansonsten ist hier nichts mehr. Es wird jetzt so langsam wieder Tag, was mich ein bisschen freut, weil wie gesagt, durch die Beleuchtung hier über mir sehe ich ein ganz klein wenig schlechter. Wenn es hier im Spiel Nacht ist. Okay, einhändige Axt, geil. Einige Backkartoffeln vom Lagerfeuer. Komm, ich ziehe sie mir einfach rein, ist egal. Auch wenn ich jetzt keinen Hunger habe und ne. Die einhändige Axt hier wird auf jeden Fall mehr wert sein als die Bratkartoffeln. Und deswegen nehme ich sie mit. Nochmal ein Feuerzeug. Nice.
Amilch. Ist krass, was werfe ich denn weg? Schmerzmittel brauche ich eigentlich auch. Ist auch halt immer sehr, sehr nice. Sonderverbandskasten. Mit ihm kannst du dir selbst Schmerzstillende, Antibakterien. Teufel, nice, ey. Ein Kessel. Kessel brauche ich dringendst. Verwende ich jetzt einfach, ist egal. Wir haben ja Fleisch genug. Da läuft ja schon wieder ein Bär rum. Aber ich will den Kessel mitnehmen, dass ich mir vielleicht eine Suppe oder so machen kann. Mal gucken. Weiß noch nicht genau, was liegt denn da hinten noch. Krass. Vielleicht kann ich ja auch verkaufen, ganz einfach. Sonder, individueller. Ah, zu viel geile Sachen, zu wenig Platz, ne? Wie viel hat der denn hier? 27 Plätze? Verfügt über 28 Slots. 24 Kilo. Erlaubt es dir, 24 Kilo zu tragen, aber 28 Slots. Und der hat 30 Kilo. Aktuelles Gewicht die 16,4. Okay, dann ist der ja krasser. Ne? Weil so viel Gewicht habe ich ja gar nicht dabei. Armee-Rucksack, Sportrucksack. Ich glaube, man kommt niemals, obwohl, ja. Ah, schwierig, schwierig. Nehme ich mit jetzt hier von den ganzen Sachen. Nehme das hier nochmal mit. Lies mir das mal eben durch. Mit ihm kannst du dir selbst eine Schmerzstillende, brechhemmende Mitte. Ist der besser als der andere hier? Und Fiebersenkende sowie Anti. Okay, warte, dann nehme ich doch lieber den. Sollte ich den anderen irgendjemand anders nehmen? Ich will nicht die Gruppe. E. Ich muss mal eben nachladen. Also lädt der nicht komplett nach. Okay. Krass. Ah, wahrscheinlich werde ich das. Egal, ich gehe mir später neue Munition holen. Ich möchte jetzt nur noch hier weg, weil ich bin. Obwohl, ich habe jetzt wieder ein bisschen Platz, ne? Könnte ich natürlich den einen. Ja, komm, den geht schon mal eben schnell holen. Oh, krass, ey, ich bin immer zu gierig. Echt, ich bin immer viel zu gierig. So, den schnappe ich mir noch mit. Und dann hier noch irgendwas. Parker. Kann ich verkaufen. Lecker. Okay, wohin muss ich? Dorthin. Nice. Das ist ja eigentlich gar nicht so weit, ne? Wenn man einfach straight schön läuft, dann geht das eigentlich ganz gut klar. Also wie gesagt, ich mache jetzt hier keine Quests oder so erstmal. Ich möchte jetzt erstmal ein bisschen das Spiel. Teufel ist das? Rauchpuder. Okay. Sehr gut. Ich möchte jetzt ja erstmal ein bisschen das Spiel kennenlernen, ein bisschen die Städte erkunden und so. Und dann werde ich später auch die Quests noch machen. Erstmal muss ich mir ein bisschen Munition holen. Und hier ist schon wieder fast durch das Gebiet. Da muss ich hier einmal so außen rum.
Und dann verkaufe ich erstmal den ganzen Kram, den ich jetzt gesammelt habe. Leider war die Stadt doch nicht so spektakulär, wie ich gedacht habe. Also, ich muss wahrscheinlich noch weiter in den Süden. Im Norden, also in der nächsten Karte vom Norden, waren wir ja schon. Da ist ja alles mega verseucht. Habe ich denn überhaupt meine... Habe ich gar nicht an. Habe ich auch gar nicht dabei. Hier könnte ich nochmal gucken nach Waffen. Oh, da hinten läuft ein Wolf. Noch ein Wolf. Zwei Wölfe am Start. Okay, ist aber eigentlich kein Problem. Ja, ich habe ja eine gute Waffe dabei. Könnte ich mir auch eigentlich nochmal Wolfsfleisch mitnehmen, aber... Ich hoffe, ich komme jetzt irgendwo wieder raus. Ne? Nicht, dass ich jetzt den ganzen Weg dann wieder zurücklaufen muss. Gar keinen Bock drauf. Digga, lad doch. Leute, ey, was geht denn? Da war ich jetzt aber ein bisschen überfordert gerade, ne? Er schießt halt nicht so, er schlägt dann nur. Man muss zielen, damit er schießt. Richtig kacke. Da habe ich nicht mehr... Mann, ey. Ist ja nicht so geil. So, dafür nehme ich jetzt erstmal das Fleisch von ihm mit. Damit ich mir gleich alles schön braten kann. Ich muss auch ein bisschen Fleisch immer in Reserve haben, damit ich mir ein bisschen... Ich meine, er hat mir jetzt nicht viel abgezogen, aber trotzdem. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo wieder rauskomme. So, nice. Okay. Kann ich noch mehr mitnehmen? Ne, ich habe auch keinen Slot mehr frei. Okay, egal. Soll den sich irgendjemand anders nehmen? Ich möchte jetzt hier auch nur noch weg. Ich muss hier hin. Ich muss irgendwo hier rauskommen. Aber wo? Okay, nice. So, ich muss auf jeden Fall in die Safe Zone. Das war da oben hin. Ich musste halt hier raus, ne? Diese verdammte Mauer immer, ey. Naja, egal. Okay, da hinten ist es schon. Dann kann ich direkt die Sachen verkaufen. Mir noch ein bisschen das Fleisch braten. Ein bisschen lagere ich ein. Ein bisschen nehme ich mit. Dann für die Tour runter in den Süden. Denn da möchte ich mich auf jeden Fall dann noch ein bisschen umgucken. Da soll es ja so eine Farm geben. Ich kann ja gerade mal schauen. Ja, so eine Farm. Richtig geil, ey. Und vor allen Dingen, was ist das hier? Sieht so aus wie ein Flughafen irgendwie. Könnte sein. Ich würde auch gerne wissen, was dann hier noch kommt. Also, da haben wir auf jeden Fall noch einiges zu erkunden. Sehr, sehr stark. So, hier beginnt wieder die sichere Zone jetzt gleich. Hoffentlich. Mal eben zum Kaufmannsladen, wollte ich schon sagen, hier zu dem hier. So. Handeln, genau. Stirnlampe bringt ja gar nichts, ey. Okay, das verkaufen. Jeder Parker, ja. Den Armee-Rucksack, glaube ich, den lasse ich erstmal. Und Feuerzeug lasse ich auch, den Kessel. Minium-Kessel, ach komm. Verkaufen.
Okay, jetzt habe ich 12.000. Was hat er hier? Kiste mit Munition. Werde ich mir noch mal eine holen, auf jeden Fall. Denn hier noch so an. Das sieht schon krass aus. 4A1, richtig geil, aber kostet halt auch ordentlich. Den könnte ich mir zwar holen, aber egal. So, hier lagere ich erstmal ein bisschen Fleisch ein. Nice. Ach genau, die Axt, die wollte ich noch verkaufen. Einhändige Axt. So. Glaube, die Verbandskasten und sowas, das lasse ich auch mal erstmal alles hier. Karte dagegen lasse ich auch mal hier. Schmerzmittel kann ich behalten. Der Armee-Rucksack, der bleibt auch erstmal hier bei mir. So, eine Stirnlampe habe ich sogar noch. Okay, sehr gut. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld. Habe den Kram verkauft, habe die Stadt erkundet, was ich wollte. Jetzt werde ich mir hier noch ein bisschen Fleisch braten. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis später. Ciao.